Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Exilia. Beim letzten Mal haben wir es nach langer Suche geschafft. Wir haben ein Geisterfossil gefunden, nach einem harten Kampf mit einem übergroßen Wurm. Aber wir haben es geschafft, wir haben ein Geisterfossil und Mida kann wieder laufen. Allerdings, nachdem sie das Geisterfossil in die Asperixis eingesetzt hat, ist sie nach kurzer Zeit bewusstlos geworden. Deswegen müssen wir mal ganz schnell zurück nach Legrond ins Krankenhaus und mal schauen, wie es Mida gehen wird, nachdem sie sich ein bisschen erholt hat. Oh, hallo Vogel. Mida, you're awake. Thank goodness. Jude, are you okay? Is anything broken? You went to the mine, didn't you? Why didn't you tell us? I'm sorry, Mom. Jude! Honey, don't! What if something had happened to the girls? Did you think at all before charging off? I did whatever I could do to help. I tried, unlike you, Dad. Why, you little... Please don't be so hard on him. He did well accomplishing his task. You're on your feet. Thanks to these two. Try not to overdo it now. Hurry up and get back into the chair. Right. Darling. Leia. Take her to the clinic at once. Yes, Doctor. Well, you know what, Mila? You're gonna need some serious physical therapy. Right. Sorry to be a burden, Leia. Hey, no worries. That's my job. Jude, are you okay? Yeah, I'm fine. Ja, vielleicht kann man Jude jetzt auch ein bisschen verstehen, warum die Beziehung zu seinem Vater nicht allzu gut zu sein scheint. Seine Mutter scheint ja ganz in Ordnung zu sein, aber der Vater ist doch vielleicht ein bisschen überstreng zu ihm. Okay, aber wir haben es gesehen. Mida konnte wieder aufstehen, aber Leia sagt es auch schon richtig. Sie braucht ein bisschen Physiotherapie, um mal wieder so richtig ins Laufen zu kommen. Wortwörtlich mal wieder gesagt. Ach, und apropos Mutter, da steht sie vor der Klinik. Mal gucken, was sie zu sagen hat. Ellen heißt sie übrigens. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Du solltest dich erstmal ausruhen. Okay, hier geht also dann die Geschichte weiter. Aber bevor wir uns ausruhen, haben wir noch irgendwo eine Quest eventuell. Mit den Leuten haben wir schon angesprochen. Ich meine, hier wäre noch irgendwo eine Quest zu erledigen. Aber wisst ihr was, das machen wir später. Da ist übrigens das Gasthaus von Leias Eltern. Das schauen wir uns aber auch erst später an. Dann würde ich sagen, ruhen wir uns erstmal eine Runde aus. Bei Mama und Papa daheim. Beziehungsweise in der Klinik. 3 Wochen später. Kicking in. Time sure flies. But I still can't believe Mila's being discharged today. I bet the doc was floored by her rapid recovery. Heck if I know. Dad and I barely talk. Mila will be along as soon as she's ready. Care to explain this? What's that? A wanted poster? From honor student to fugitive, huh? It's not like it affects you. What did you do? The poster makes it sound like you stole something. Stole? That thing Mila gave to Ivor.
Was that it? Speak properly, young man. Forget it. So now what? You gonna yell at Mila for corrupting me? You haven't exactly been nice to her. Jude. You're so naive. You still don't know what she is. She's finally out. Mila! I'm fine. Ah, I've missed the fresh air. How about taking a little walk? Good idea. Let's stroll to the Sea Haven. We'll take it slow. She never stops moving forward under her own power, no matter what happens. Do you know why, Jude? Sie steht wieder und sie läuft wieder. Ist das nicht schön zu sehen? What's this? Eine Brieftaube. No. Why now, after all this time? Was war das für ein Zettel? Mila kontrollieren. Ja, selbstredend. Um die Figur auszuwählen, die du im Kampf steuern willst, positioniere sie im Gruppenmenü ganz oben. Um du die auf dem Feld angezeigte Figur anzuwählen, lege sie einfach als Gruppenführer fest. Okay, ich möchte jetzt den Sinn hinter diesem Satz nicht verstehen, falls es irgendwie überhaupt Sinn ergeben hat. Aber da wurde uns jetzt nochmal erklärt, hier können wir... Hoppala, nicht so, sondern den Anführer auch wechseln. Wir können auch natürlich die ganze Zeit mit Jude theoretisch hier rumlaufen. Aber wir bleiben selbstverständlich, wo sie jetzt wieder laufen kann, bei der guten Mila. Und gucken mal ganz kurz ins Profil, nur so ganz nebenbei bemerkt. Auf ihrem Bild sieht man da jetzt auf ihrem rechten Oberschenkel die Asperixis gefüllt mit dem Geisterfossil. So ein ganz kleines nettes Detail, was ich nur noch eben erwähnen wollte, dass man das hier auch im Menü sehen kann. Okay, was ist unser Ziel? Begib dich zum Veron Seehafen, der nur wenige Meter entfernt ist. Aber jetzt wollte ich nochmal ganz kurz gucken, ob man hier noch eine Quest abstauben kann. Und dafür kann Mila doch jetzt wieder ganz schnell laufen. Und man sieht es natürlich auch am Charaktermodel, am ihren Oberschenkel, die Asperixis ist dran geklebt und das braucht sie auch, um weiter laufen zu können. Okay, doch keine Quest hier. Ach, das ist mir da noch gar nicht aufgefallen. Da oben arbeiten welche auf dem Dach. Da ist doch letztens auch ein Patient runtergefallen, den wir im Krankenhaus gesehen haben. Aber okay, gehen wir mal ein bisschen spazieren und gucken, was hier vielleicht am Seehafen so abgeht. Muss auch hart sein, 3 Wochen am Stück nicht laufen zu können. What's the deal with that wanted poster? It has something to do with Fenmont, right? That's where you met Mila. She's trying to destroy a secret Roshigal military weapon. It uses something called a Spyrix. She swears it's her mission to save the world from those things. A Spyrix. Huh? Jude, buddy, super pal, slap me some face! What the fuck? What in the world? Elise, what are you doing here? Well,
Well, we came to see you. We wanted to congratulate you on your recovery. But we never expected a miracle. Nice to see you on your feet. It's all thanks to Jude and Leia. Rowan! It has been a while, Jude. And a pleasure to meet you, young lady. My name is Rowan. Oh, hello. Ach ja, und so führt sich die Gruppe wieder zusammen. So this is the device responsible for your miraculous recovery. In Aspirixis, you call it? Fascinating. Will you be sticking around for a while? Lady Drissel insisted that I take a vacation, and Miss Elise was most persistent in her desire to see Mila. Don't blame us, Butler! You're the one who's been getting sloppy on the job lately! That's not like you. It's true. This old butler has been quite distracted as of late. Indeed, one concern in particular is at the forefront of my mind. I see. I wish we had more time to listen to the whole story, but... Mila and I are planning to leave La Ronde as soon as possible. Probably tomorrow. I don't remember saying that. I know you well enough by now. But you are still recovering. What could be so important in Fenmont that you must leave at once? A weapon they call the Lance of Kresnik. As long as it endures, mankind and spiritkind are doomed to extinction. Who built it? The King of Rashigal? You cannot reach Fenmont without once again heading for Fort Gondala. Things ended badly for you the last time you visited that place, if you'll recall. Are you not afraid? No. I fear nothing in this world. Except that one day, I may lose the willpower to complete my mission. Why is this mission so gosh darn important to you? Because I am Maxwell. It is my duty to protect this world. Maxwell, you say? The spirit? Mila's a spirit? Is it true? What? But that doesn't matter, does it? It's not gonna change who we know her as. Come on, everyone. No use standing around talking. Let's go back inside. Sounds like a plan. So, die Wahrheit ist also raus. Ist mir bis dato auch gar nicht so richtig klar geworden, dass Rowan und Elise gar nicht wissen, dass Mila Maxwell ist und was ihre eigentlichen Ziele sind. Das hat sie ja so jetzt alles preisgegeben. Aber eine Frage stellt sich immer noch, wo zur Hölle ist Elwin und warum sind wir nur zu zweit unterwegs? Die anderen sind doch auch alle eigentlich dabei. Aber egal. Okay, was ist unser Ziel denn jetzt? Ruh dich in der Klinik aus. Das haben wir doch erst vor 5 Minuten getan. Aber okay. Wenn das Spiel das will, dann befolgen wir das auch. Aber ich möchte mal zwischendurch wieder abspeichern. Und gucke mich immer so ein bisschen rum, ob wir doch eventuell noch eine Quest machen können. Aber sieht momentan noch nicht so aus. Nehmen wir mal einen neuen Speicherstand. Und zack, ist das Spiel gespeichert. Okay, irgendwas wollte ich noch sagen, aber die Dialoge ziehen sich ab und zu ein bisschen. In der Zeit habe ich das dann immer schon vergessen. Deswegen schauen wir mal gucken. Deswegen schauen wir jetzt mal, wie es hier weitergeht. Ah, wir müssen wieder mit Judes Mutter sprechen. Aber ich meine, hier kann man noch irgendwo eine Kleinigkeit... Genau, hier nämlich. Biology, history, literature. There are some fascinating books here. Never realized you like to read so much. Humans like to record all sorts of things. About the world, about others, about themselves. There's no better way to learn about the human realm. So it's your main source of information?
I always thought that the Lord of Spirits had the power to just know everything. The concept of an omniscient deity is a common notion. Humans long for beings of absolute power. So much so that at times, they'll even sacrifice their lives for the mere idea of one. Never mind that humans only imagined such perfect beings to make up for their own imperfections. You may be right. At least, that's what I read in a book. Now, this handwritten book looks very intriguing. Jude Mathis, Developmental Diary. Wait, what? For some reason, it's been placed right next to Bedwetting Causes and Cures. Come on, Mila, we don't have time for reading. We've got a world to save. Oh, die Ernsthaftigkeit auf einmal auch in Jude's Stimme. Ach ja, dieses kleine Nebenereignis fand ich noch ganz nett. Das wollte ich auf jeden Fall noch eben zeigen. Auch interessant, diese Theorie, und die ist ja auch eigentlich wahr, dass die Menschen wirklich glauben, Gott sei so eine allmächtige, allwissende Person. Aber vielleicht ist dem ja auch gar nicht so. Glaubensfrage hin oder her. Sprechen wir mal mit Jude's Mutter. Du solltest es nicht übertreiben. Ruhe ist die beste Medizin. Da hat sie wohl recht. Zeit und Ruhe sind die beste Medizin in vielen Dingen. Und morgen soll es also schon wieder losgehen. Unser Hauptziel ist natürlich immer noch Fenmont. It's been a while. What the fuck? Could have been longer. You got my message, right, Doc? She won't wake up, will she? Don't worry. She's worn out from weeks of physical therapy. Therapy, huh? Did you get her to spill the key's location? That's not my job. I'm finished with Exodus. Ouch, that hurts right here, you know? I owe this woman a great debt. Why? 'Cause she turned that pipsqueak son of yours into a man? Watch your mouth! Just tell me what you know and I'll be out of your hair. I'm just the messenger. Ivar. It's possible she gave the key to someone named Ivar. That's all I know. Now, never bother me again. See? That wasn't so hard. Did I really do the right thing? Mila hat das Gespräch mitbekommen. Are you all set? Yeah, believe it or not. To be honest, I'm still in shock that you're leaving. You could have given us a little more warning. Sorry. It's your decision, honey. What about Dad? Still fuming. I see. Well, I'm eager to get going. Shall we be off? Huh? We've still got some time until the boat departs. True. But Elise and Rowan came all the way here to wish me well. It would be rude not to bid them goodbye before leaving. Yeah, I suppose you're right. Und wir wollen ja nicht unhöflich sein und uns natürlich von Elise und Rowan verabschieden, denn die beiden planen natürlich mal wieder alleine loszuziehen nach Fenmont. Aber was war das gerade für eine Sequenz? Elvin, ein Verräter, den Brief, den Jude's Vater bekommen hat, der war also tatsächlich von Elvin gekommen. Und Elvin scheint für eine Organisation zu arbeiten, von der wir bislang noch gar nichts gehört haben. Exodus. War er also die ganze Zeit nur bei uns, um uns auszuspionieren? Es sieht ganz stark danach aus. Einfach, er ist doch kein einfacher Söldner, wie er sich vielleicht anfangs ausgegeben hat. Aber der gute Elvin hat es ja nicht gesehen, hat es nicht erfahren, dass Mila das Gespräch mitbekommen hat. Aber ich denke, sie wird erstmal ein bisschen innehalten und Jude und den anderen nichts davon erzählen.
Begib dich ins Gasthaus. Genau, da ist das Gasthaus. Wollte ich noch irgendeinen Gedanken äußern? Ich überlege gerade. Nee, wir gucken erstmal weiter, würde ich sagen. Und verabschieden uns. Wenn sie denn überhaupt hier sind. Da sind die beiden. Und Tipo natürlich auch. Good morning. Oh my goodness. Sorry about that. Are you certain this is a good idea? Yes. I have a responsibility to my mission. To the world. And you wish to remain true to that burden? You are such a strong, proud woman. Seeing your determination, it reopens some old wounds. What do you mean? Lord Klein tasked me with saving this country. His dying words have weighed heavily on my mind lately. Am I even capable of such a task? Can I put a stop to Noctigal's schemes? Back at Fort Gundala, it seemed like he knew you. He is a friend of mine. One of my oldest. So that's the source of your concern. Whether you can fight against a friend or not. No way! If he was a real friend, you wouldn't fight him! Fretting over it won't strengthen your resolve. Only willpower can do that. For now, will you come with us? I'm sorry? You could still grapple with these issues if you like, but a human life is short. Time is of the essence. You might as well keep moving forward while you worry. Hesitation is a common human failing, after all. Why not come along, Rowan? I'd feel safer with you around anyway. Your words ring true. Caving to worry and doubt would only waste my time. And this old man is not growing any younger. Does that mean... Yes. Please allow me to accompany you. I'll come too. Sorry, Elise. You should head back home to Drissel. Miss Elise, I need you to give the young mistress a message. Tell her that I have headed to Fenmont. But... I will ask an acquaintance of mine in Sapstrath Seahaven to escort Elise home. But Elise is heading back to Sherrilton, right? Won't we be heading in the same direction? I have an idea. Would you allow me to handle this matter? Sure. Let's stick together until we have to board the ship. Okay. And here I thought we were super pals, Jude! Guess not! Ja, und ein weiteres Mal wird die kleine Elise abgeschoben. Ja, stimmt. Wo ist Leia eigentlich? Begib dich zum Leron Seehafen. Und wir haben es gehört, der gute Rowan hat sich dazu entschieden, uns zu begleiten. Auch die Beweggründe, seine Motivation finde ich ganz gut eigentlich, weil fürs Klein, haben wir ja alle mitbekommen, ist gestorben. Und seine letzte Bitte war, dass er Rashugal bzw. die ganze Welt, klingt jetzt ein bisschen übertrieben, wenn man sagt, rette die Welt, aber so ungefähr sagt er es ja dann doch. Und jetzt, wo wir gerade das erste Mal im Gasthaus sind, können wir erstmal uns hier ein bisschen umschauen, bevor wir noch mit Leias Mutter reden. Was hockst du denn da so bequem auf deinem Bett? Wenn ihr eine Unterkunft in Leron braucht, dann steigt ihr am besten hier ab. Ich komme schon seit über 20 Jahren hierher. Interessant, aber... Nee, nicht wirklich interessant. Warum hast du uns... Wow, da habe ich gerade seltsamerweise festgesteckt. auf jeden Fall war es nicht so interessant, was er zu sagen hatte. Aber du hast eine Quest. Wusste ich doch, dass es hier noch eine Quest gibt. Ein Mineraliensammler. Ein Hobby ist es, Mineralien und Erze zu sammeln. Der Laie nennt sie Steine. Da Leront einst eine Minenstadt war, dürfte es in der Gegend viele seltene Steine geben. Hilft ihr mir, nach ihnen zu suchen? Gerne doch. Vielleicht haben wir ja sogar schon was Passendes dabei. Wunderbar, vor allem suche ich nach einem Quarzklotz. Mhm.
Ich muss ihn einfach haben. Ich glaube, davon haben wir in den letzten beiden Parts mehr als genügend gesammelt, dass wir dir einen abgeben können. Was für ein exquisites Exemplar. Das ist eine ausgezeichnete Ergänzung meiner Sammlung. Oh, ihr schönen Mineralien, wie sehr ich euch liebe. Okay, diese Vorliebe war schon ein bisschen sehr merkwürdig. Wir haben eine Streberbrille bekommen und 4200 Gold. Okay, haben wir die Nebenquest auch so auf dem Wege eben abgegeben. Ist hier noch jemand? Auch du hockst hier mit deinem Rucksack auf dem Rücken auf dem Bett. Das ist natürlich sehr bequem. Bist du ein Mädel? Ich glaube, du bist ein Typ. In dieser Stadt gibt es anscheinend einen Arzt, der Spezialbehandlung durchführt. Sogar im Lakutam Seehafen erzählen sich die Leute davon. Thank you, we know it. Wir kennen ihn sogar mittlerweile persönlich. Gut, das ist Leias Mutter, mit der sprechen wir mal. Hütte. Na, auch interessant. Well, hello there. Good day, Master Sonia. Is Leia around? No, I haven't seen her all day. She hasn't even done her chores. She'll be home before dinner. She won't want to miss my cooking. I see. It's unfortunate that we missed her. Yeah. Master Sonia, Mila and I are leaving on another journey. Please tell Leia goodbye for us. Is that right? Well, don't worry. I'll tell her. You go on and have a safe trip. Thank you. She's gonna get so depressed again with you gone. And then you'll see her getting depressed, and get even more depressed yourself. Well, come on. Don't you feel sorry for her? I feel sorry for the poor woman who's stuck with a bunch of weaklings for a husband and daughter. And that would be me. I see your tongue is still as sharp as your fist is strong. Isn't that what you love about me? And yet I can't help but hope that Leia grows up to take after me. I wonder why. What did you just say? Interesting. This must be what they call a domestic spat. I'm pretty sure this is how they express their love for each other. Not so different from your own family, huh, Jude? Don't forget to write them sometimes, okay? And send a letter to Leia while you're at it. Sure. Ja, bei Leias Familie scheint die Rollenverteilung etwas anders zu sein. Und wir haben noch irgendwelche Früchte bekommen. Vielen Dank, liebe Eltern von Leia. Aber sind doch ganz sympathisch, vor allem ihre Mutter. Okay, dann haben wir das also auch geklärt. Und auch Elise ist momentan bei uns. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Und wir sollten mal zwischendurch die Lilienkugeln wieder auffüllen. Jo, nämlich Roven und Elise, die schon sehr lange nicht mehr dabei waren, haben mächtig WP angesammelt. Und deswegen werden wir das mal eben schnell automatisieren. Zurück zur Autonavigation, bitte. Wow, nochmal erweitert und immer noch 4 WP übrig. Das geht ja richtig flott hier. Und noch weiter so. Mila machen wir mal eben so. Und so. Und noch mehr magischen Angriff. Können wir auch immer sehr gut gebrauchen. So. Und dann machen wir das bei den anderen beiden auch nochmal eben schnell. Die Jungkugel hat sich ausgeweitet. Finde ich auch sehr schön, das Design von diesem Level-System. Mit dem Schmetterling, der hier ab und zu ein bisschen rumfliegt. Ach, ist das schön. Einfach schön. So, dann haben wir das auch geklärt. Und keine WP mehr übrig. So langsam findet die Gruppe ja wieder zusammen. Außer Elvin, Fragezeichen. Mal gucken, was die Gruppe tut, was Mila tut, wenn sie ihn wieder trifft. Und übrigens, das wollte ich vorhin noch sagen. Wenn man aus der Sicht von Jude spielt, dann hätte es diesen Dialog hier nicht gegeben, also zwischen Judes Vater und Elvin, den hätte man dann nicht mitbekommen. Dafür hätte man dann aber wiederum einen anderen Dialog mitbekommen. Deswegen ist das auch wirklich lohnenswert, aus beiden Spielweisen, aus beiden Sichtweisen, sich dieses Spiel mal anzutun. So, gehen wir zum Leron Seehafen, beziehungsweise wir sind schon da. Und die große Reise beginnt. Aber mit einem Blick zur Uhr würde ich sagen, ist es mal wieder perfekt Zeit für einen Schnitt, zu dem wir hier auch noch einen Speicherstand haben. Überschreiben wir mal diesen hier. Gut, Leute, und beim nächsten Mal würde ich sagen, nehmen wir die nächste Fähre, wohin auch immer. Der gute Roven hat ja gesagt, er hätte einen Plan.
soweit ich das jetzt richtig verstanden habe, wollen wir erst zurück nach Sheraton oder zu, beziehungsweise zum Sepsgriff Seehafen, um Elise dort abzustellen. Klingt jetzt irgendwie, als ob sie Ware wäre, aber ihr wisst, wie ich das meine. Aber wie genau die Reise weitergehen wird, während die Möwen wirklich sehr parallel und synchron nebeneinander fliegen, da hinten am Horizont, das sieht etwas merkwürdig aus. Egal, was ich sagen wollte, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Tales of Exilia.